Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute mit einem Blutwoge Necromancer-Bild. Da bin ich extrem gespannt, wie ihr den findet. Hat einige Vorteile, allerdings auch ein, zwei Nachteile. Ich denke, wenn ihr hier schaut, werdet ihr auch direkt den Nachteil sehen und den Vorteil. Vorteil auf jeden Fall, ihr löscht den kompletten Bildschirm bei einem Überwältigungsschlag. Nachteil, wenn ihr nicht überwältigt, ist der Schaden nicht krass. Gerade im Vergleich mit einem Knochenschwert zum Beispiel, wo man ja ständig maximalen Damage raushaut. Das ist hier leider nicht so. Man muss entweder 12 Sekunden warten oder 5-mal Blutwoge eingesetzt haben, damit man halt überwältigt. Weil es wirklich so ist, ihr macht nur Schaden, wenn ihr überwältigt, aber dann auch extrem. Bis zu 500, 600.000 mal hier aktuell. Das geht bestimmt hoch bis auf 1 Million. Und extrem tanky der Build. Also jeder, der vielleicht ein bisschen Probleme hat mit, dass er oft stirbt, der Build ist wirklich quasi unbesiegbar, wenn ihr nicht jetzt unbedingt gegen Gegner, die 30 Level über euch sind, kämpft. Ja, es gibt gar nicht so viel zu sagen zu dem Build. Ich habe euch unten natürlich wieder in dem Build markiert. Ich habe den nachgebauten D4-Build. Ich muss dazu sagen, mir fehlen noch Aspekte. Mir fehlt der Aspekt auf dem Schild, mir fehlt der Aspekt auf dem Schmuck, mir fehlen Herzen, der Altern, das Alternherz fehlt mir noch, beziehungsweise kann ich nicht reinpacken, weil ich nicht den richtigen Schmuck habe. Ich habe aber alles unten genau reingeschrieben. Ganz wichtig ist natürlich Max Life, weil ich bin jetzt hier gerade bei 18.000. Das wird bis Level 100 bestimmt auf über 22, 23.000 Leben gehen. Das heißt nochmal mehr Schaden bei Überwältigung. Und Überwältigungsschaden bin ich gerade bei 1675. Das geht sicherlich auch noch was höher, wenn ihr die perfekten Items habt dafür. Überwältigungschance hatte ich gerade schon mal angerissen. Kann man nicht erhöhen, die Chance? Die ist immer 3%. Oder ihr könnt sie garantieren. Und garantieren kann man sie durch die Fähigkeiten Radmars Kraft. Alle 12 Sekunden einmal überwältigen. Und durch Blutwoge jeder fünfte Einsatz, den ihr macht, während ihr gesund seid, bekommt einen Stapel und danach überwältigt Blutwoge. Das sind zwei kleine Nachteile, dass ihr A 12 Sekunden warten müsst und B 5-mal einsetzen müsst. Das ist aber im normalen Dungeon-Durchlauf kein großes Problem. Ich bin jetzt schon viel gelaufen mit dem. Ich kann jetzt mal eben hier vielleicht in PvP-Gebiet gehen, da sind immer viele Gegner. Gerade bei richtig, richtig vielen Gegnermassen ist Blutwoge richtig nice, weil ihr halt den kompletten Bildschirm angreift und nochmal zusätzlich mit dem Effekt alle um euch herum trefft. Außerdem heilt ihr euch durch Blutwoge. Das heißt, ihr seid eigentlich immer full life und immer gestählt und immer mit einer Barriere. Den Build habe ich selber gebaut, also wenn ihr da noch Verbesserungspotenzial irgendwo seht, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mich extrem interessieren, ob ihr da vielleicht eine Idee habt, wie man es besser machen kann oder vielleicht anders machen kann. Ja, mit dem Effekt hier könnt ihr euch Ressourcen zurückholen. Es gibt Ressourcen on Kill durchs Paragon Board. Ja, viel gibt es dazu gar nicht zu erzählen. Ist halt extrem auf Überwältigung ausgelegt und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und ihr seht, wenn nicht überwältigt, kein Schaden. Wenn überwältigt, dann übertrieben viel Schaden. Das ist so, ich will nicht sagen Nachteil, weil wenn man ein bisschen mit dem Build spielt, dann gewöhnt man sich halt dran, dass man entweder, also ihr werdet sowieso die ganze Zeit Blutwoge spammen und irgendwann kommt halt der Überwältigungsschaden rein und alles ist down. Deswegen macht das nicht so einen Unterschied. Zack. Oder ihr seid, es dauert halt 12 Sekunden, bis ihr überwältigt. Dafür greift ihr aber halt den kompletten Bildschirm an. Also egal, wo die Gegner sind, ihr greift alle an. Ihr könnt euch die Ressourcen immer wieder voll machen mit dem, das ist nicht Altern, das ist Niederstrecken oder so heißt der unten, der Effekt auf L2. Und andauernd werden die Leichenranken gezündet. Da sind die Gegner natürlich nochmal bewegungsunfähig. Ich finde den Build extrem nice. Also ist auf jeden Fall mal was anderes. Ist kein extremer Meta-Build. Vor allen Dingen bin ich natürlich ein bisschen stolz, weil ich ihn selber gebaut habe. Also Blutwoge-Builds gibt es nicht so viele. Und das ist auch mein erster Build, der auf Überwältigung geht. Hab extrem viel gelernt. Ich hatte überlegt, vielleicht auch mal den
Druiden auf Überwältigung zu spielen. Da gibt es nämlich auch den ein oder anderen Bild. Extrem viel Leben, extrem tanky, so gut wie keine Ressourcenprobleme. Vor allem, wenn ich den Aspekt auf dem Ring noch hätte, dann wäre noch mal viel besser. Mit Knochensturm habt ihr nochmal mehr Crit-Chance, also ihr crittet eigentlich auch die ganze Zeit. Und was halt extremst krass ist, ist halt, wie tanky man ist. Also, man wartet eigentlich nur, dass man zwischen einer Million Gegner steht, dann drückt man ein paar Mal Blutwoge und dann killt man alles mit der Überwältigung. Manchmal verstehe ich auch gar nicht, wo der Schaden herkommt, wenn auf einmal alles... also ihr seht, ne, der komplette Bildschirm, wenn die Überwältigung kommt mit der Blutwoge, der komplette Bildschirm ist einfach weg. Weil irgendwie Blut entzogen wird, man heilt sich selber. Es ist wirklich extrem krass. Und auf einmal ist der ganze Bildschirm weg. Seht ihr das? Auf einmal sind alle weg. Das ist so... Also auch ungewohnt, weil mit Pulverisieren hatte ich immer eine Linie nach vorne. Knochensperr eine kleine Linie nach vorne. Also ist ganz... auf einmal ist er tot. Ja, aber ist ein ganz anderes Spielgefühl als das, was ich bisher so kenne. Dass der komplette Bildschirm einfach weg ist. Also extrem nice. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde jetzt demnächst den Necromancer umbauen auf ein Minion-Bild. Wenn ihr den sehen wollt, da werde ich aber einfach nur den Rob-Minion-Bild, der hat den perfekt gebaut, nachbauen. Wenn ich den auch vorstellen soll, schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich extrem über ein Follow freuen, extrem über ein Like. Möchte nochmal Werbung für unseren Clan machen. Haben wir noch Platz? 47 Leute sind drin, 150 gehen. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, ich bin... eigentlich jeden Tag live in Diablo, spiele Nightmare Dungeons mit der Community, macht extrem viel Spaß. Da gerne mal reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.